So, hallo. Herzlich willkommen zurück zu Stray. Zum dritten Mal jetzt. Ich mache ein bisschen leiser. Wo sind wir denn hier? Musiklautstärke ein bisschen leiser. Gesamtlautstärke ein bisschen leiser. So. Okay. Ja, heute spielen wir das Spiel in unter 2 Stunden durch. Zumindest ist das der Plan. Ich habe es jetzt zum 4. Mal gestartet. Es ist mein 3. Durchlauf und ja, ich tue mein Bestes. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ich verlasse mich einfach so gut es geht auf mein Gedächtnis und schaue, ob ich das alles so voreinander kriege. Ja, erster Durchlauf 8 Stunden 27, zweiter Durchlauf 3 Stunden 46. Mal gucken, wie dieser wird. Und starten. Jetzt gibt es natürlich erstmal ganz viel Cutscene. Und dann Cutscenes. Haha. Ja. Müssen wir gleich ganz schnell kuscheln. Aber das kriegen wir schon hin. Aufgeregt und kribbelig. Ein Timer gibt es übrigens nicht. Ich habe jetzt so schnell nicht rausgefunden, wie man den einbettet. Wir werden ja am Ende sehen, ob wir es geschafft haben. So, los geht's. Kuscheln. Und spielen. Ja. Ach, immer wieder niedlich. Hier müssen wir auch noch ein bisschen kuscheln und spielen. Und jetzt geht's schlafen. Also, sobald wir dürfen. Darf ich? Ja. Schlafen wir die gewittrige Nacht jetzt durch. Am nächsten Tag sieht es doch schon viel besser aus. Ist mir noch nie aufgefallen, aber in der Zwischenzeit muss ich die Katze ein bisschen umgelegt haben. Jetzt legt sie nicht mehr auf den Karton. Wo auch immer der Karton herkommt, der muss doch nach den 400 Jahren, die hier vergangen sind, eigentlich auch schon, ja, Teil der Umgebung geworden sein. Ring hat aufgehört. Jetzt geht's raus. Oh, ich kann jetzt schon mauzen. Oder auch nicht? Die ganze Zeit Kreis gedrückt und die Katzen haben gemaunzt. Gut. Jetzt dürfen wir los. Es klingt manchmal einfach nicht nach Maunzen. Tut mir leid, aber manchmal klingt es entweder wie die Zirks oder wie so ein Hühnchen. Achso, hier oben hin, ne? So. Keine Zeit zum Trinken, wir müssen weiter.
Da muss ich jetzt natürlich auch mal gucken, wo ich lang gehe, damit ich auch rennen kann. Und da runter. Denn auf Geländern oder so, da läuft die ja nur, da rennt sie nicht. Jetzt müssen wir unsere Gefährten zurücklassen. Es tut mir auch echt schrecklich leid, aber kannst nichts machen. Ja, haben wir kapiert. Einmal darüber. Einmal darunter. Und jetzt müssen wir uns diese schreckliche Szene angucken. Eine der schlimmsten Szenen im ganzen Spiel, wie ich finde. Nach dem Ende. Oh. Darf ich mich auch nicht reinversetzen? Oder mir vorstellen, das wäre eine meiner Katzen. Dann humpeln wir mal in Richtung Ausgang. Ach Mensch. Genau. Zirks, haut mal eben ab. Dann können wir auch weiter. Ich frage mich immer noch, warum jetzt auf einmal irgendwas da angeht. Ist das schon der Wissenschaftler? Die Drohne später? Oder irgendwas anderes, das erkannt hat, dass da was runtergefallen ist? Aufwachen. Ja, ach Mensch, erstmal putzen, genau. Wunde wegputzen. So, jetzt geht's wieder gut. Auf geht's. Na los. Nicht? Rennen ist noch nicht drin. Jetzt ist Rennen drin. Hoch da. War es nicht hier? Doch, hoch da. So. Ich weiß, ich weiß. Das ist ganz schnell zur Wohnung. Und ja, das habe ich gesehen. Wo bin ich? Ah. Ja. Das mitnehmen und da hoch. Ja, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Runter da. Ach, man musste hier runterschmeißen, damit man da durchkommt, wa? Okay. Oh, leck. Ich mein's ernst. Geh da hoch. Ruckel dich da hoch. Ah. Scheiße. Ich spiel schon nur auf Full HD. Hast du die Map jetzt geladen, ja? Schön. Runter. Nochmal. Gut. Ja, ich folge deinen Hinweisen. Ich folge deinen Hinweisen. Ui. Ah,
ihr haut mal schnell ab hier. So, muss ich dich angucken? Nein, muss ich nicht. Oh doch, muss ich wohl schon. Kann ich weggehen? Ich kann tatsächlich weggehen. Oh, traurig. Oh. Das ist die eine Szene, in der ich rennen muss. Die ich schon mal verkackt habe. Überall Augen. Ja, so würde ich auch reagieren. Renn, kleines Katz, renn! Und wie immer vorsorglich die ganze Zeit Kreis drücken. Wer weiß, was auf einem landet. Nope! Genau deswegen. Nope! Ihr ekelhaften Viecher hier. No. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ist nicht drin. Lass mich bloß in Ruhe. Kleine Katze hat euch gar nichts getan. Und schnell darüber. So. Oh ja, erstmal Stress kratzen. So, hoch. Hüps, hüps. Na los! Hoch da! Tu auch so, als würde ich gerade meine Katze vor Ort animieren. Jetzt bin ich verwirrt. Hier. Nein, hoch da. Nicht abkratzen. Abkratzen. Das wollte ich gar nicht sagen. Abkacken wollte ich sagen. Das macht es jetzt auch nicht viel besser. Gut. Brrr. Auswendig weiß ich es ja nun auch nicht. Wie gesagt, ist erst der dritte Durchlauf. Erst. Aber irgendwie wird das schon. So. Hi! Dauna? Man hält sich hier wirklich lange auf. Ist hier nicht richtig? Doch. Darüber, das fällt runter. Alles gut, hier geht's weiter. Ja. So, da hoch, da hoch, da hoch. Man hält sich hier wirklich lange auf. Eieiei. Geht bestimmt auch irgendwie schneller. Zum Beispiel, wenn man sich nicht die ganze Zeit festhängt. Da? Ja, da. Sind wir dann jetzt nur auch bald mal bei der Wohnung angelangt? Da hoch, da hoch. Aber ja, ich glaube, bald haben wir's. Da lang, ja. Oh, epische Cutscene. In der Lüfter stehen bleibt. Die Wohnung. Los geht's.
ganz schnell irgendwas schreiben. Simkong, hallo. Speedy Katz, hallo. Ja, ich tue mein Bestes gerade. Ich hoffe, es geht dir gut, dass du bisher eine schöne Woche hattest. Achso. Ja, lass mich. Geh runter. Ich bin gestresst. So, hier war einer. Packen wir die mal da rein. Dann konnte ich hier irgendwie den Hebel ziehen. Ist das Ding darüber gefahren? Kam ich da oben ran. Tim, hallo. Mensch, schön, dass du auch da bist. Also schön, dass ihr beide da seid, falls ich das gerade noch nicht gesagt habe. Ah nee, da muss ich gar nicht mehr hoch. Ja, ich versuche mich heute mal daran, das ein bisschen schneller zu machen. Wo ist der dritte? Vierte. Da oben. Wo komm ich da denn hin? So. Also falls ich nicht so viel rede, liegt es daran, dass ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Und die Katze würde... Das wäre toll, wenn sie nicht einfach Dinge fallen lässt. Wie ging das? Hier rauf, da hoch, da hoch. Ja, geh doch, Mensch. So, nimm dir die kleine Drohne. Das wird dein bester Freund. Und dann wird er für dich sterben. Wie bitter. Ich sammle tatsächlich Trophäen. Das hier ist jetzt, wie ja auch schon im Titel steht, das Speedy Katzalo Achievement. Also das Spiel in unter 2 Stunden durchzuspielen. Das heißt nicht, dass ich alle Trophäen sammle, aber das wollte ich ganz gern versuchen. Da habe ich Lust drauf. 100% auch vielleicht noch. Ja, also zumindest insofern, dass ich halt die ganzen Erinnerungen noch sammle. Die ganzen optionalen. Das kommt aber nicht direkt im Anschluss. Ich weiß nicht, ich kann nur eine gewisse Zeit ein Spiel spielen. Ja, jetzt müssen wir das alles ganz schnell durchskippen. Ach ja. Hä? Ach, das Ding. Nimm. Dann gib mal... Wie heißt das Ding? Das Geschirr. Ach ja, richtig. Katze muss sich auch erstmal dran gewöhnen. So, nie. Watschel, watschel, watschel. Das ist so geil. Ja, machen wir. Öffnen. Genau den. Der Code war... Ich sehe nix. Drei, sieben, vier, acht. Wenn die Taschenlampe so hell ist, dass ich nichts lesen kann. 3, 7, 4, 8. Durch da. Es dauert alles so lange. Naja, gleich darf man ja wieder rennen. Juhu. Genau, nimm mit. Können wir jetzt. Danke.
dahin? Ah ja, okay, hier müssen wir ran. Aber das geht auch. Wenn man früh genug losrennt. Was? Oh. Hä, haben die mich gerade gar nicht bemerkt? Beim ersten Mal bin ich da gestorben, als ich das gemacht habe. Oh ja, diese außerordentlich bedrohliche Katze. Nee, das ist nicht richtig. Das tut einem aber auch so leid, wie die in Panik davonstürmen. Alles gut. Kleinkatz tut niemandem was. Ist nur ein bisschen verwirrt. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man die Dialoge alle einzeln skippen muss. Leute, alles in Ordnung. All die Aufregung für nichts. So, ich glaube, ich muss jetzt mit ihm sprechen. Ich muss nicht mit ihm sprechen. Okay. Warte, nee, hier bin ich falsch. Ich muss da hoch. Ah, richtig, das war's. Gut, dann machen wir das noch schnell. Das ist Momo. Ja. Hast ja recht. Dürfen wir da jetzt hoch? Ne, da. Hops. 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 War das... Doch, das war doch hier, oder? Mach mich nicht schwach. Hab mir das alles so toll vorgestellt gerade. Ah, hier. Ja. Da hoch. Und dann... Ah, darüber. Und dann mounzen wir hier mal eine Runde rum. Sehr gut. Denn wir müssen da rein zu diesem Wäschereikerl hier. Der hat irgendein Reinigungsmittel. Das braucht der Händler. Und von dem Händler bekommt man Stromkabel. Die brauchen wir, um von der Oma einen Poncho zu kriegen. Und den brauchen wir, weil der Elektrofachmann... Dem ist ein bisschen kalt. Der braucht einen Poncho. Nein, du sollst runter. Geh doch da runter. Saps, 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 saps. Und das steht hier, meine ich. Ja. Dann geht's jetzt erstmal zum Händler. Danach sammle ich die Notizbücher, die gebe ich Momo und dann geht's los. Ja. Ja, habe ich. Dankeschön. Oma, wo bist du?
glaube, ich kam gerade von hier. Da muss die Oma auch sein. Ja. Hi. Ich habe ein Stromkabel. Bitteschön. Gut, dann geht's jetzt weiter. Ey, wollt's mal fallen? Hoch da, Notizbücher sammeln. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo ich als erstes hingehe. Da, so wie es aussieht. Zack. Den lassen wir fallen. Und runter. Irgendwo hier drin. Ja, siehst du, da haben wir es ja schon. Sehe ich genauso. Wie kann man denn hier nochmal raus? Ich dachte, das wäre hier irgendwie durchs Fenster. Ja, war es auch. Nächste ist da oder da. Ich gehe erstmal dahin. Pff, jump, jump. Glitch. Hoch da. Na los, hoch da. Wo war das Notizbuch? Hier, es war im Safe, glaube ich. Und der Safe lässt sich öffnen mit dem Schlüssel, der hier hinten steht. Steht vor allem, der steht da. Jetzt muss ich hier ein bisschen rumhüpfen. Weil der Safe dahinter ist. Notizbuch. Ich glaube nicht, dass da eine Katze so durch Bücher rennt. Aber okay. Und da hinten noch. Das kriegen wir jetzt wie? Das hat ja, also ich, wie das hier klappt, ne? Unglaublich. Ich wollte da hoch eigentlich. Darf ich da bitte hoch? Nein. Da? Okay. Lass mich da hoch! Nehmen wir den Weg. Das war, glaube ich, Clementines Ruhm. Ruhm. Ja. Lass mich doch da durch. Momo, wir kommen. Wollte gar nicht so genau wissen, ne? War doch hier, ne? War doch hier. Oder? Wo war das? Da! Das hätte man schneller haben können. Aber okay. Da ist er. Der Herr mit dem bunten Gesicht.
Ich habe keine Ahnung, ob ich im Zeitrahmen bin. Ich sehe es dann am Ende. Ich habe ja auch noch... Ich habe keinen Timer oder irgendwas in die Richtung. Ich, selbst wenn ich einen hätte, wüsste ich es nicht. Achso. Erstmal das. Ja. So, ich habe das. Richtig. Und dann haben wir das. Achso, das waren schon die drei, okay. Ich weiß ungefähr, wie lange ich dabei bin, weil ich weiß, weil ich angefangen habe zu streamen. Also eine halbe Stunde sind wir jetzt ungefähr dabei. Wäre so bitter, wenn man wegen ein paar Minuten... Ja, ja, ich fürchte es auch fast schon, dass es wegen ein paar Minuten nicht klappt, aber... Wer weiß. Ah, jetzt schon zum Sendempfänger. Okay. Machen wir. Los geht's. Na, wir werden es ja bald erfahren. Es sind ja zum Glück nur 2 Stunden, also. Schauen wir mal. Ach ja, richtig. Ihr seid ja so doof. Ah, okay. Da sind sie so schnell nicht hinterhergekommen. Da, komm schon, hoch da. Na, wo denn, wo denn? Hier? Doch hier. Aber ich glaube, das ist gut schaffbar. Man beschäftigt sich ja sonst einfach sehr viel damit, die Welt zu erkunden und zu lesen und Dialoge anzuhören und so. Wenn man das alles gibt, dann geht das. Hast du das Ende von meinem ersten Stream nochmal geschaut? Da warst du am Ende, glaube ich, nicht so begeistert, weil du deine Geschwister und so nicht gesehen hattest. Ich fand das Ende an sich einfach super traurig, weil diese Drohne gestorben ist, die ja tatsächlich auch das Bewusstsein von einem echten Menschen hat. Und ja, auch weil die Geschwister nicht mehr da sind. Das fand ich auch super traurig. Also, ich habe nachher ein Video gesehen, da versuchte einer, das so ein bisschen nachzuvollziehen, wo die Katze lebt und wo genau sie rauskommt aus der Einrichtung. Und so wie es aussieht, kommt die also ungefähr so in der Nähe von ihrem Zuhause wieder raus. Und sie geht auch in die Richtung, wo eigentlich das Zuhause sein müsste. Und da war ich dann ein bisschen beruhigt. Es gibt keine alternativen Enden. Das ist... Ach, komm schon. Das Ende ist fest. Hä? Aber ich muss doch darüber. Aber allein zu wissen, dass sie rauskommt, ist ja schon schön. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann wieder nach Hause findet, ist sehr hoch. Weil Katzen an sich ja schon... Die finden ja eigentlich von überall nach Hause. Theoretisch. Habe ich tatsächlich auf Twitter geteilt, das Video. In dem die Map nachvollzogen wird und geschaut wird, ob die Katze es dann nach Hause schaffen könnte und wo sie überhaupt rauskommt. Wo muss ich hin? Da hinten. Oh, 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 oh. Naja, geschafft.
Oh, so schnell haben die sich dann doch nicht überlisten lassen. So ein Mist. Ja, das hier ist diese eine Stelle, die mich immer wieder fertig macht. Und die danach ist auch nicht ganz ohne. Kommen Sie her, ihr kleinen Mistviecher. Ja, seid ihr auch brav alle hier? Gut. So, und ich hoffe ja wirklich, dass sie das nicht raffen, dass sie jetzt wieder raus müssen. Da hatte ich ja beim ersten Mal so schreckliche Angst vor. Aber es geht. So. Muss aber auch so sehen. Bei meinem ersten Stream war ich 9 Stunden dabei. Ich habe zwischendrin kaum was gegessen oder getrunken. Ich war todmüde. Und das Ende war dazu auch noch so traurig, dass ich, glaube ich, einfach nicht anders konnte, als nicht mehr begeistert zu sein. Achso, warte, das Panel ist da vorne. Lustiges im Kreis gerennen. Und das Blöde ist, dass da immer mehr zukommen. Ist er da? Er ist da. Gut, dann. Hopp. Rein da. Ich würde das Spiel ja nicht nochmal spielen, wenn ich es nicht grandios finden würde. Du sollst da hochspringen, Katze. Danke. Ja, ich weiß, dass der dahin gehört. Ich hab Zeit, was zu trinken. Kleines Katerchen sitzt hinter mir und maunzt ganz kläglich. Ach, was denn? Bist du eifersüchtig, dass ich mit einer anderen Katze spiele? Und weiter. Genau, Süßi. Leg dich auf den Stuhl. Das ist okay. Hat man das denn gerade eigentlich gehört, dass es von hinten Monster? Ich meine, in dem Spiel fällt es irgendwie nicht auf, aber irgendwie passt es für mich dann doch nicht rein. Deswegen habe ich nach hinten geguckt. War der Zettel da? Wo muss man hinten in die
Bar, glaube ich. Und die Bar war... Hier. Katz, also mal ohne Witz. Wieso kannst du da nicht runter? So. Es ist so lieb von ihm. So, komm hoch. Patsch, patsch. Es ist so niedlich. Verbindung verloren. Ach Mist. Sehr muss es der alte miese Peter, der er immer ist. Und dem müssen wir jetzt hinterher. Wo ist er hin? Dahin, okay. Wo wohnte der denn noch? Hier wohnt er. Komm schnell, Momo. Ich hab's eilig. Oder läufst du jetzt nicht weiter, weil ich zu weit weg bin? Komm mit. Ach ja, dieser Moment, in dem er da einfach seine Kleidung verloren hat. Im ersten Stream. Das war super. Klunk, klunk. Lass mich rein. Lass mich rein. So, rein da. Hey, du. Da, guck mal. Ach, das Geheimlabor. Ja. Der ist es. Und was war's? 2511. 2511. Ich glaube hier oben. Richtig? Ey, Seamus, ich hab was gefunden. Sprich mit mir. Nein, ach Mist. Ja, ich hab was Interessantes. So, jetzt geht's darum, das Ding zu reparieren. Und reparieren kann ich's. Gehst du raus? Ja. Genau, bleib erstmal eine Runde vor der Tür stehen, damit ich bloß nicht rauskomme. Immer schön durch den Farbfleck laufen. So, da. Hier rum. Und ich glaube, hier war's. Lass mich rein! Lass mich rein! Hallo? Hier, ich habe einen Poncho für dich und einen Peilsender. Denn der repariert den nicht, wenn er keinen Poncho anhat. Dankeschön.
Was ist jetzt los? Das ist toll. Das wollte ich aber gar nicht. So, zurück zu Seamus. Und Seamus war... Wo bin ich? Hier. Hier, ich habe einen reparierten Peilsender. Wir müssen los. Jetzt muss er ganz langsam zu der Tür laufen. Ah ne, erstmal ganz langsam Tasten tippen. Los geht's. Kleine Tapsen überall verteilen. Ich wollte so viel auf einmal sagen. Das Spiel entschleunigt auf seine Weise trotzdem. Also auch wenn man es eilig hat. Allein dadurch, dass er jetzt zum Beispiel so langsam dahin läuft, man auf ihn warten muss, kann man nicht einfach so durchrennen und alles nach dem anderen machen. Das wird gut. Seamus, kommst du? Brauch dich zum Tür aufmachen. Ja nun. Dankeschön. Wir sehen uns. Ach ja, richtig. Feuer abspringen sollen. Darüber. Wie sie da rausgeflossen kommen einfach. Ach, ich musste da runter. Oh. Ciao. Shit. Falsche Seite. Und nochmal. So, jetzt komme ich darüber und dann kann ich darauf. Hopp. Oh, ja, richtig. Lustige Wagenfahrt. Da kann ich auch nichts dran machen. Das ist einfach Cutscene, so wie es ist. Ich mag es nicht mit ansehen. Ja, ach Mensch. Und wieder das Hinterbein natürlich. Kurz Heile putzen.
Ich hab gemaunzt. Hier hoch, ne? Ich glaube, ich muss erst sehen, dass es da irgendwas gibt. Guck mal. Hier gibt's was. Hier hätte ich gar nicht hinkommen müssen. Ja, ist in Ordnung. Nein, doch. Wusste nicht. Ich habe nicht gesehen, dass ich da durchkomme. Rainer. Ey, Doc. Ich hab da was von deinem Sohn. Das sah ja witzig aus, wie er angewarpt kam. Ah ja, richtig. Ich muss mir die Waffe angucken. Da, die Waffe. Putsch, putsch. Machen wir. Ich bin gleich wieder da. So, kurz die altbekannte Sicherung einsetzen. Ui, es leuchtet. Natürlich. Was ist am sinnigsten? Ich muss hier durch. Lass mich durch. Nein! Ich kann jetzt nicht sterben. Dafür keine Kapazitäten. Perfekt. Dann wollen wir dich mal nach Hause bringen. Okay, L1 war's. Das sind die Testzugs. Hab ich schon. Ich bin schnell, wa? Ja, das ist jetzt auch so eine Stelle. Da habe ich Glück, wenn sie funktioniert. No, funktioniert nicht. Da muss ich wohl ein bisschen helfen. Man kann auch nur sehr langsam die Fässer rollen. Es geht nicht schnell. Thank you.
Haus. Also, Taschenlampe an, L1. Okay. Wo seid ihr? Ah, fuck. Mach auf! Und das ist jetzt so eine Sache, ne? Das sind so viele. Und der Balken geht so schnell hoch. Ah, nein! Dann. Ja? Los, weiter jetzt. Lag, 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 lag. Kann man nur so lange brauchen, um einen Knopf zu drücken. Ohne Witz. Ach ja, das große Wiedersehen, Familienzusammenführung und. Achso, wir sind noch gar nicht so weit. Doch, wir sind schon so weit. Da gibt es jetzt eine ganze Menge zu erzählen. Und also das Katz wird gestreichelt. Das ist so schön, wenn das passiert. Das passiert so selten in dem Spiel. Der arme Musiker hat nichts mehr zu spielen. Oder noch nichts. So. Dann wollen wir mal mit Momo in die Kanalisation. Eine Stunde ist rum. Ich kann schlecht einschätzen, wie schnell es mit der Kanalisation geht, muss ich sagen. Das ist so eine Sache. Kann sehr schnell gehen, glaube ich. Muss aber nicht. Und das Ameisendorf, er muss ja nur durchrennen. Wenn man da. Da muss man einmal mit dem Wächter sprechen, aber mit Spaltasar. Und dann kann man direkt hochrennen. Da ist man dann im Stadtzentrum. Stadtzentrum wird nochmal. Also Stadtzentrum an sich geht. Aber das Gefängnis dauert ein bisschen. Danach ist es eigentlich fast durch. Beeil dich.
Und hier muss ich jetzt dran denken, dass ich nicht über die Regale zurück muss. Ich kann einfach aufs Floß springen. Habe ich die letzten beiden Male nämlich ganz blöd gemacht. Er dachte nämlich, ich muss hier irgendwie wieder zurück. Musste ich aber gar nicht. Unangenehm hier, unangenehm. Nein! Mist. Momo, ich brauch dich. Losfahrt dauert jetzt noch ein bisschen. Ich trinke noch mal was. Und ab hier müssen wir gleich alleine weiter. Momo hält auf, wir rennen durch. Und das war's dann. Ich gehe da schon mal hin. Bin bereit. Sprungbereit sogar. Komm, ein bisschen noch. Boah, ist das ekelhaft hier. Ja, ich habe bemerkt, die Eier tun einem nichts, wenn man nur schnell genug dran vorbeirennt. Oder Kokons oder was auch immer das ist. So. Hör mal auf zu lenken. Ich sehe nichts. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da hinten muss ich hin. Könnte klappen. So. Bevor ihr mir gleich alle auf die Nerven geht. So. Ich kam von da, ne? Muss hier lang. Ja. Die Gegner geben mir recht. So, die, die mir entgegenkommen, die sowieso laufen, die mache ich kaputt. Oh! Nein, 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 nein. Mit denen habe ich nicht gerechnet. Flup. Okay.
bestimmt auch anders. Mache ich aber nicht anders. Das Gemeine ist natürlich, oh, dass man so auf die Eier platzen lässt. Oh, fuck, 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 fuck. Ich sterbe. Scheiße. Beim letzten Mal habe ich es geschafft. Was macht die Maus da? Okay, vielleicht diesmal ein bisschen langsamer. Oh! So viel dazu. Na toll, jetzt ist die Drohne kaputt. Nein! Ach, was ist denn hier los? So, jetzt kommen da wieder ein paar. Vielleicht lohnt sich das doch mit dem Zurücklaufen. Das kostet doch nur unnötig Zeit. Oh, Drohne kaputt. Nochmal? Ach Gott. Nein! Können wir das bitte lassen? Na, jetzt geht's richtig ab. Nein! Drohne, lass mich nicht im Stich! Eigentlich schade, dass man nie einen Namen zu der Drohne hat. Das ist einfach nur die Drohne. Ach, theoretisch könnte man, glaube ich, durchlaufen. Komm, machen wir. Ciao! Man sieht sich. Ui. Falsche Richtung. Wahrscheinlich zu viel Zeit hier verplempert. Oh! Hör auf! Ich glaube, den schlimmsten Part habe ich. Ja, wow, okay. Das hat ja ganz toll funktioniert jetzt. Nein! Oh, dein Ernst. Ich wollte über die Brücke. Nein, lass mich! Don't do that to me. Bin da mal weg. So, jetzt wird es ein bisschen eklig. Der Controller hat so vibriert, dass er mir vom Schoß gefallen ist.
geht's. Rennen kann ich. Glaube ich. Übrigens nicht schneller rennen. Das ist das Schnellste, was ich hier machen kann. Aber man schafft's ja. Aufwachen. Aufwachen. Gut, dann dürften wir jetzt auch fast da sein. Also im Ameisendorf. Achso, mit dir, ja, wollte ich gar nicht reden. Lass mich doch, ich würde gern weiterlaufen. Danke. Ach ja, jetzt hat er seinen Moment der Realisation, dass er ein Bewusstsein, menschliches Bewusstsein ist. Dass er der Wissenschaftler ist, von dem er die ganze Zeit spricht. Wir müssen auch nicht weiter darüber reden. Alles in Ordnung. Ich muss nur weiter hier hoch. Gesagt, wir müssen nicht drüber reden. Ist alles in Ordnung. Ach ja, Belüftungsanlage. Geh da hoch. Geh doch da hoch. Bitte geh da hoch. Einfach aus dem Bild gesprungen. Eigentlich sogar geflogen. Und das war alles im Ameisendorf. Wir können weiter. Wenn man jetzt nicht gerade Blümchen suchen muss oder mit den Leuten reden, dann geht das echt fix hier. Viertelstunde noch. Das Schöne ist ja, dass man diese Waffe wirklich nur ganz kurze Zeit hat und sich das dann danach erledigt hat. Man nicht mehr kämpfen muss, nur noch rennen. Gut, hier einmal durch.
und ins Stadtzentrum. Alles egal hier. Lasst mich in Ruhe. Ich muss zur Clementine. Und die ist hier. Aber erst muss ich den jungen Leuten da vorne helfen. Die mögen die Kameras nicht so gerne. Naja, die Quest muss ich wahrscheinlich erstmal annehmen. Bei dir. Okay. Machen wir. Muss ich gerade mal gucken. Eine war da oben. Wie kam ich denn da noch hoch? Von da aus, ne? So. Musst du erstmal drauf kommen, dass du draufspringen musst, um das Ding kaputt zu machen. Flupp. Ah, natürlich kann sie von hier aus nicht darüber springen. Sicher doch. Okay, also von hier aus. Zack. Und dann müssen wir noch einen hoch. Da ist die Kamera. Hä? Ach, da! Da war noch eine. Ach. Okay, so viel zu, noch einen hoch. Aber hier ist Clementines Wohnung. Gehen wir da erstmal rein. Das andere können wir gleich zu Ende machen. Glitch. Ich sehe jetzt erst, dass ich mit einer Lampe zuschlagen wollte. Ach so, ich... Warte. Hier. Dankeschön. Ich gehe dann wieder. Einmal hier runter. Darüber. Und die letzte Kamera nicht vergessen. War sie hier oder war sie auf der anderen Seite? Sie war auf der anderen Seite. Nee, sie war hier. Gebt mir doch mal bitte eben die Kassette. Die brauche ich nämlich, um einen Ladenbesitzer ein bisschen aufzuregen. Dankeschön. Finde ich übrigens gut, dass die Polizisten uns nicht nerven. Polizisten, halt die Wächter hier. Hier, hier. Blazer, ich hab was für dich. Auch wenn ich überhaupt keine Lust dazu habe, dir das zu geben. So, Bekleidungsgeschäft. Das war hier schon, okay. Hab gehört, der Ladenbesitzer mag keine laute Musik. Und jetzt müssen wir einmal in die Bar. Wo war die Bar? Oh, Entschuldigung. Da nicht. Dann weiter da. Oh, wo war das denn noch? Das ist der Foodladen. Das ist hier die Bar.
müssen wir dem armen Kerl nämlich die Flaschen um den Kopf schmeißen. Entschuldigung. Es tut mir leid. Geh zur Arbeit. Los. So, Hutladen. Nicht da, sondern da. Bitte sag... Ja, ich wollte gerade sagen, er soll doch bitte rauskommen, auch wenn ich nicht mehr bei ihm bin. Ja, jetzt kriegt er ein bisschen Ärger hier. Du bist viel zu spät. Was soll das denn? Jetzt bring den Scheiß da rein. Es tut mir leid. Brauchen wir den Arbeiter hin? Und ciao! Ich muss dahin. Nee, dahin. Laser, ich hab die Sachen. Wenn man diesen Shortcut da nehmen könnte. Das wäre toll. Ob man das wohl kann? Ich weiß es noch nicht. So, ich war mal kurz einkaufen gewesen. Hat niemand gemerkt, wa? Woher soll man es wissen? Hast du denn was Schönes gefunden? Wenn ich quasi nicht da war, muss jetzt los. Tschüss und viel Erfolg noch. Sim, komm, hab noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Komm gut nach Hause und hab einen schönen Feierabend. Ja, ich hätte vielleicht auch den Hebel bedienen sollen. Ich war gerade so verwirrt. Mhm. So, nochmal. Hebel. Zack. Darüber. Darunter. Oh! Huch. Wann ist er denn da am Schrubben? Das ist mir gerade ein bisschen neu. Ah,
Mein verwöhnter Scheißer möchte das neue Futter nicht, deswegen los, weil ich nichts mehr im Kühlschrank hatte zum Essen. Oh. Ja, gut. Bei uns gibt's immer nur Futter von derselben Marke, da kann man irgendwie nichts mit falsch machen. Katzen sind immer noch glücklich. Glaube ich. Es wirkt so. Wenn es jetzt gerade um Haustiere ging. So, die Atombatterie. Ich muss darüber. Dafür brauche ich das. Komm mal mit. Hab nur noch eine halbe Stunde. Mach hinne. Nein, da und dann da so hoch. Darüber. Wolltest mal was Neues ausprobieren, weil er nur Fisch frisst und ganz selten was anderes. Aber man hätte auch denken können, dass es um ein Kind geht. Also wenn... Theoretisch hätte man das denken können, ja. Ich war mir unsicher, aber ich dachte, so spricht doch keiner über sein Kind, oder? Naja. Es gibt Leute, die so über ihre Kinder sprechen. Uns das Ding. Lösen Alarm damit aus. Die ganze Produktion bleibt stehen. Alles im Arsch. Und wir hauen ab. Ich frage mich, ab wann es das Achievement gibt. Welches Futter holt ihr denn? Die Katzen bekommen von Animonda Kani. Also, du hast Dosenfutter, halt, das Nassfutter. Und Trockenfutter ist von Happy Cats. Immer verschiedene Sorten. Weil ich mir so denke, ich persönlich würde auch nicht immer das gleiche essen wollen. Also kriegen die Katzen auch nicht immer das gleiche. Also nicht immer die gleiche Sorte. Aber immer von derselben Marke. Warst du stationär? Ja. Du auch, deswegen gehe ich jetzt hier rum. Nee, warte mal. Deswegen gehe ich jetzt da lang. Der dreht sich gleich um und... Ah, vergessen, zu welcher Seite er sich umdreht. Es ist teures Futter. Definiere teuer. Es ist vernünftiges Futter, das... noch bezahlbar ist. Also so eine Dose, 400 Gramm Dose, kostet 2,20 Euro. Mittlerweile. Ach du Scheiße. War mal günstiger. Wie um alles in der Welt haben die mich denn gesehen? Also, warum? Beruhigt euch mal. Der muss auch noch eben gucken kommen. Hm, ist auch wirklich nichts. Ach, der kam von oben. Ist ja spannend. Oh, nicht gut. Holzmess von Zoreal und Attika, da kostet die Dose. Oh, ja, okay. 79 Cent. Das ist schon mal gut, wenn du darauf achtest, dass kein Zucker drin ist.
wir haben uns das auch nur empfehlen lassen letzten Endes. Und die Katzen nehmen es an. Ach, scheiße, Mann. Das habe ich auch schon besser hingekriegt. Es ist kein Zucker drin, kein Getreide drin. Das können Katzen auch nicht so gut ab. Also ist im Endeffekt halt nur vor allem Fleisch, logischerweise, und Gemüse. Ganz am Anfang, da haben wir auch, was heißt auch, also da haben wir das Futter von Koshida, also vom Lidl, gefüttert. Wo uns das empfohlen wurde von den Leuten, wo wir die Katzen her hatten. Haben wir dann mal drauf geguckt und gemerkt, das ist irgendwie gar nicht mal so gut, das Futter. Ich finde halt, es muss noch irgendwo im bezahlbaren Rahmen sein. Wenn man so Krams kauft wie, ich nenne jetzt mal Marke Felix, ich weiß gar nicht, ob das so ein Scheiß ist, aber meistens sind diese ganz bekannten Marken irgendwie super teuer und gar nicht mal so gut. Oder nicht KitKat, sondern wie heißt das? Whiskas. Hier war eins. Da war eins. Oh Gott, so langsam wird es tatsächlich stressig. Felix, ist ein Haufen Zucker drin. Ah, ja. Eben, damit die Katzen davon süchtig werden oder nichts anderes mehr fressen wollen. Unsere Katzen kriegen, so böse das jetzt klingt, auch quasi keine Leckerchen. Also wirklich ganz selten mal. Ach ja, nee, warte. Das war hier. Wir haben so schon die Erfahrung gemacht, dass der Kater echt fett geworden ist, nachdem er kastriert worden ist, weil er den anderen beiden ständig das Futter weggefressen hat. Und entsprechend mussten wir sowieso schon ein bisschen darauf achten, was wir füttern und wie viel. Ja, und generell, dass es nicht so viele Leckerchen gibt und so. Aber das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, so viele Leckerchen gefüttert. Ich spiele lieber mit denen, als sie zu füttern. Also warte. Zu Blazer. Zu Blazer in den Club. So, jetzt müssen wir erstmal feststellen, dass wir hier nicht reinkommen. Und dass wir hier lang können. Hier lang kamen wir irgendwie hier hoch. Nicht umdrehen, einfach da weiter. Tum, 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 tum. Hallo? So, wir brauchen den Drink. Dann brauchen wir den Hebel. Dankeschön. Dann müssen wir hier hoch. Ja, die fressen so lange, bis sie kotzen würden. Da muss man gut einteilen. Manche geben ihren Katzen auch teilweise nur Trockenfutter und selten das. Leider völlig schlecht. Ich ver-
versuch's irgendwo ausgewogen zu halten. Aber wenn man zu viel in das Futter füttern, ist es auch schlecht für die Zähne. Die müssen schon auch mal so ein bisschen was zu kauen haben. Die bekommen bei uns mehr Trockenfutter als Nassfutter, aber ist jetzt nicht so, als würden die davon zu wenig kriegen. Ja, darf ich jetzt hier auch mal... Ach so, hätte ich das zuerst machen müssen. Ja, okay. Ach ja. Ne, das war jetzt nicht so gut. Machen wir zurück. Und den nochmal. Ja. Ich glaube, das ist es. Was hast du denn für eine Katze? Unsere sind halt ganz normale Misch-Europäisch-Kurzhaar-Katzen. Was heißt ganz normal? Also halt keine spezielle Art, keine Rasse. Ich mag diese Szene, so gemein die auch ist. So gut gemacht. Maine Coon-Kater. Ja, okay. Da habe ich natürlich absolut keine Ahnung. Maine Coons sind ja noch mal so eine ganz eigene Sache für sich. Achso, ja. Bloß raus hier. Ich glaube, ich musste das hier erstmal ganz darüber bringen. Noch weiter. So. Und dann da runter. Nein, doch nicht da hoch. Ah! Hat ja gar nicht funktioniert jetzt. So. Das Gefängnis. Lass mich mal kurz gucken, wo kam ich denn jetzt hier noch wie rein oder raus? Da hoch. Drehst du dich um? Nein. Konnte hier... Hä? Achso, ich konnte hier runter. Nein! Bin gar nicht da. Es kommt, wenn man gestresst ist. Geht man blöde Fehler. Wo ist er denn jetzt? Da. Ja.
Vielleicht ist das tatsächlich schaffbar. 20 Minuten noch. Wenn die eine Stelle, vor der ich jetzt noch Angst habe, gut läuft, dann haben wir es geschafft. Nimm doch. Ach, sie hat es tatsächlich von der Seite genommen. Okay. Ah ja, richtig. Du gehst ja jetzt da lang, denn du kannst Türen aufmachen. Komm her. Na los. Wir müssen unseren Freund retten. Da unten ist er. Sie ist wenigstens ein bisschen schneller unterwegs als Seamus. Ich finde den Namen so seltsam, deswegen vergesse ich ihn immer. Ohne ihn gehen. Los geht's. Gerade nicht rennen. Ach ja, richtig, weil mir die Drohne gerade gar nicht. Okay. Hier durch. So. Drüber. Nicht runterfallen. Nein. Ah, fuck. Da ist ja gar nichts. Es ist ja nur ein Karton. So ein Mist. Und ups. Lösen wir mal Alarm aus. Seltsam. So, jetzt aber. Ich glaube, er dreht sich gleich um, genau. Und jetzt nur schnell da hoch, das Ding schnappen und wieder runter.
Jetzt wäre ein guter Moment, vielleicht? Ja. Hier hinter siehst du mich nie. Oh, was? Seltsam. Wieder nur ein Karton. Ich werde so oft entdeckt. Das ist mir vorher nicht passiert. Jetzt aber. Jetzt wird's aber langsam knapp. Wir müssen weiter. Wir haben es echt eilig. Müssen wir überhaupt hier lang? Nee. Wir haben es echt eilig. Oh, falscher Weg. Na los, Nu. Los, hilf mir. Nicht wieder runterspringen. Da hoch. Wir müssen das schnell hinter uns bringen. Oh. Ja. Huch. Das kann's doch nicht sein. Ganz ruhig bleiben. Junge, sonst ging das immer mit dem Zickzacklaufen. Und jetzt auf einmal nicht mehr? So, Nummer 1. Was ist dein Gefühl zeittechnisch? Also ich bin seit einer Stunde 51 live. Ich habe vielleicht ein oder zwei Minuten am Anfang gelabert. 10 Minuten haben wir noch. Und könnte knapp werden. Könnte sehr, sehr knapp werden. Je nachdem, wie es hier jetzt läuft, würde ich sagen. Denn danach ist das nicht mehr so schlimm. So, die beiden müssen wir jetzt irgendwie einsammeln. Da.
Aber natürlich funktioniert das jetzt überhaupt nicht mehr. Was beim letzten Mal First Try funktioniert hat, geht jetzt einfach nicht mehr. Ich glaub's einfach nicht. Du da zuerst. Na, so viel dazu. Wieso treffen die mich denn jetzt? Raff ich nicht. So, er muss sich erstmal umdrehen. Nein! Lass mich in Ruhe. Nein, ich will nicht, lass mich. Zumachen. Puh. Komm, wir haben's eilig. Das war jetzt unnötig. Also das war wirklich unnötig. Ach so, ich muss jetzt irgendwie... Ah, da, richtig. Da lang. Hätte ich mich jetzt daran erinnert, hätte ich das auch schon vorher gemacht. Ich weiß nicht, ob man den Kontrollraum in 6 Minuten schafft. Das hier dauert ja eigentlich so lange. Ich muss gleich nur schnell genug hinterherkommen. Schnell den Hebel ziehen. Tüm, tüm, tüm. Zack. Cutscene. Alarm. Nein, runter! Oh, wenn mich das nicht schon wieder irgendwie irgendwas gekostet hat, wer weiß was. Mein Leben vielleicht. Nicht so schnell! Was? Was? Warum? Es hat nie Probleme dabei gegeben. Nie! Ich hab's nicht anders gemacht beim letzten Mal. Naja, vielleicht geben mir die 0,2 Sekunden jetzt ja einen Vorteil. Nicht so schnell! Wird so sein, wie du gesagt hast. Ich werde das um ein paar Minuten, 1-2 Minuten vielleicht, werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Oh, ist das ärgerlich. Aber ich will mich nicht zu früh ärgern. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch.
Ja. Wir reden jetzt kurz und dann müssen wir weiter. Ja, wir müssen los. Clementine auch. Schnell die Batterie einsetzen. Schade, dass es nicht vorbei ist, sobald wir im Kontrollraum angekommen sind. Renn doch schneller. So, Batterie einsetzen. Nico Corporation. Jung, also jetzt mal ganz ehrlich, mach doch einfach bitte. Eine Stunde 59. Ich glaube wirklich, das wäre ganz knapp nichts. Aber natürlich beenden wir es jetzt auch. Na, hier noch nicht. Da hoch. Du kommst mal mit. Genau. Und einmal da. Nochmal da. Und 2 Stunden. Okay, ich soll jetzt die Hauptcomputer anmachen und das mache ich natürlich. Anmachen, nicht ausmachen. Waren alle nur auf Standby, gar kein Problem. Und wenn du jetzt noch da hochspringen würdest, Katze. Alles versiegelt.
Hm, musst du erstmal da ran? Dann geh erst da ran. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ach so. Ja, aber ich musste doch hier... Muss ich nicht? Jetzt, okay. Moment, hier war noch irgendwie was. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen traurig. Ich dachte, ich schaff's beim ersten Mal. Fump. So. Mach mal auf. Nein, ich leg dich nicht auf das Steuerbord. Und tot. Es ist so traurig, wie diese Katze sich an dieser Drohne reibt. Ich weiß auch nicht, ob diese ganzen Cutscenes damit reinzählen, aber ich schätze mal schon. So, aufstehen und raus. Letzten Endes wäre eine Katze, glaube ich, wirklich so herzlos und würde dann einfach ihren eigenen Interessen nachgehen und einen da liegen lassen. Achso, ich laufe noch. Ich dachte, das wäre die Cutscene jetzt. Ja, nicht geschafft. Schätze ich jetzt mal. Gerade so. Was musst du es denn noch jinxen?
Tim, wirklich. Das kannst du nicht machen. Oh, Hilfe. Ich habe den Controller auf den Schreibtisch gelegt. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Was? Oh mein Gott, ich habe die Errungenschaft gekriegt. Hast du es gesehen? Ich dachte wirklich, dass es nichts geworden ist. Ich hab's geschafft, fast drei. Ja, wie geil. Ich hab nichts gesagt. War auch keine Entschuldigung. Puh. Und ich habe schon überlegt, wann ich das nächste Mal mache. Ja, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, ob das genau da nicht mit rein gezählt hat. Ob es wirklich um die reine Spielzeit geht und die, ja, nicht skippbaren Szenen da nicht mit reinspielen. Und das Intro und Tutorial und all solche Sachen. Aber hey! Ganz geschafft! Theoretisch war ich drüber, ja. Also ungefähr 5 Minuten oder so. Weiß es nicht genau, bei welcher Streamzeit ich angefangen habe. Also ich auf Start gedrückt habe quasi. Ich wollte mir keinen Timer stellen, auch nicht nebenbei am Handy, weil mich das so furchtbar unter Druck gesetzt hätte. So konnte ich wenigstens sagen, okay, ungefähr noch so viel, aber genau weiß ich es nicht. Dann nur noch 100% jetzt, ja. Was heißt denn 100% eigentlich? Dass man, also geht es da auch um alle Achievements, die man kriegen kann? Gibt es verpassbare Dinge? Ja, Erinnerungen. Das ist ja so das, was ich noch machen wollte. Die ganzen optionalen Erinnerungen sammeln. Aber es gibt auch Achievements wie den Basketball in den Korb dribbeln, in Anführungszeichen. Also so eine Rampe runterstoßen und dann sollte der im Korb landen. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist so eine Sache, ist mir nicht so wichtig. Was gibt es denn noch für Achievement? Ach ja, jeden Platz finden, an dem man kratzen kann. Das wäre mir auch, ehrlich gesagt, zu blöd. Also ich werde nicht alle Achievements machen. Also dann wohl nicht 100%. Aber alle Erinnerungen sammeln, das mache ich noch. Und da lasse ich mir dann auch wieder Zeit. Wenn auch nicht ganz so viel Zeit wie beim ersten Mal.